Drei Tage Staatstrauer sind verhängt. Vor ihrem Sarg weinen junge Menschen in Beatles- und Nirvana-T-Shirts. Brasilien trauert um die Musikerin Rita Lee. Die gilt dort als Queen of Rock. Und Präsident Lula, der bezeichnet sie als einen der größten und brillantesten Stars der brasilianischen Musik. Am Montag ist die Multi-Instrumentalistin und Sängerin gestorben. Und anlässlich ihres Todes schauen wir heute im Popfilter auf Rita Lee und warum sie so wichtig ist für Brasilien. Es ist Freitag, der 12. Mai. Ich bin Gregor Schenk. Hi. Das ist der Song Ando Meio Desligado von der Band Os Mutantes, also den Mutanten. Mit dieser Band hat Rita Lee in den späten 60ern ihren Durchbruch. Zusammen mit vier anderen Musikern ist die Band um Rita Lee maßgeblich daran beteiligt, Psychedelic Rock nach Brasilien zu bringen. Und das tut sie mit großem Erfolg. Die Platten verkaufen sich wie warme Semmeln und es entsteht die Tropicalia-Bewegung. Da kommen Psychedelic Rock und Pop zusammen mit Samba und Bossa Nova. Aber Tropicalia, das ist auch eine politische Bewegung, die gerade am Anfang auf viel Widerstand trifft. Gerade die linke StudentInnenbewegung wirft den KünstlerInnen Sellout vor, weil die bandeln ja mit der westlichen Popwelt an. Cenas do meu filme em branco e preto, que o vento levou e o tempo traz entre todos os amores e amigos de você. Vielleicht kommt euch der Song ja bekannt vor. Das ist Rita Lee mit Minha Vida, ins Englische übersetzt In My Life. Genau, ein Beatles-Cover. Hier mal das Original zum Vergleich. Dass die Musik von Jimi Hendrix oder anderen Größen der westlichen Popmusik, wie eben den Beatles, ein großer Einfluss ist, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Wie hier in einem Song von Os Mutantes aus dem Jahr 1972. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são. Diese Musik, die entsteht in einer Zeit, da wird Brasilien gerade von einer Militärdiktatur regiert. Die unterdrückt nicht nur Oppositionelle, sondern verfolgt auch eine katholisch-nationalistische Politik. Damit ist die Tropicalia-Bewegung kommerziell erfolgreich und steht trotzdem zwischen den politischen Fronten. Und Rita Lee mittendrin. Aber nicht nur in verschiedenen Bands, sondern auch alleine. Kaum haben Os Mutantes ihr Debüt veröffentlicht, legt sie schon mit ihrem ersten Soloalbum nach. Und damit ist sie nicht weniger erfolgreich. Auch gut 40 Jahre nach Tropicalia landet sie noch große Hits, wie zum Beispiel hier 2012 mit Reze. Deus me proteja da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Dass Rita Lee eine so gefeierte Persönlichkeit ist, das liegt nicht nur daran, dass sie über fast 6 Jahrzehnte erfolgreich Musik macht. Sie ist eine der ersten Frauen mit E-Gitarre auf Brasiliens Bühnen. Und sie leistet einen großen kulturellen Beitrag während der Militärdiktatur. Sie sammelt Geld für den Kampf gegen AIDS und macht sich für Tierrechte stark. Und nebenbei macht sie mal ein Comedy-Programm im Radio, mal eine Talkshow bei MTV oder sie schreibt Kinderbücher. Am 8. Mai ist Rita Lee im Alter von 75 Jahren in Sao Paulo gestorben. In Gedenken an die vielleicht wichtigste Frau im brasilianischen Rock hören wir einen ihrer frühen Solo-Songs. Das ist Mania de Você. Meu bem, você me dá água na boca. Vestindo fantasia. Tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras.
A gente faz amor por telepatia. No chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. Rita Lee ist das mit Manier de Vossé aus dem Jahr 1979. Das war der Popfilter für heute. Die Redaktion hatte Anton Burmeister. Ich bin Gregor Schenk. Bis morgen.